26. Hm. Wir wissen es nicht genau, ne, wen wir hier ranholen sollen. Was ist denn mit Faunaudenerte? Der ist 27. Oh. Holgersen. Markus Holgersen, 26. Oh, jetzt mit 26 schon Erfahrung von 0. Aber hier scheint angeblich, scheinen hier die ganzen Fähigkeiten auf unter 50 zu sein. Das kann man überhaupt nicht einschätzen, ne? Das kann man überhaupt nicht ein... Kim Falkenberg. Eher offensiv. Finde ich schwierig. Lukmon. Rukavinja von 1860. 27 Jahre, ist mir zu alt. Polenz, Jerome Polenz von Union Berlin wird hier mit einer 65 einsortiert. Pierre Lebeu, Franzose, würde sich gut mit dem Gelten Krebs verstehen, die könnten dann Club aufmachen. 25 Jahre alt, meine Lieben, Rechtsverteidiger 63, aber das ist mit 25 auch schon wieder vorbei, da ist doch keine Entwicklung mehr, meine Fresse. Kostet aber nur 190.000. Sören Gonter, 24, kostet nur 180.000 Marktwert. Ha, liebe Leute. Fabian Müller, 24, das wäre aber auch einer, ne? Aber der ist nachlässig, mediengewandt und ehrgeizig. Also nachlässig und ehrgeizig, das beißt sich doch irgendwie, da stimmt doch irgendwas nicht. Benjamin Kessel von Eintracht Braunschweig. Der will den Absprung schaffen. Oh, der hat jetzt minus 1 bei 23. Das heißt, der geht relativ... Aber der ist so groß. 1,91. Da muss er schon ein Paket sein, damit der... Sonst wirkt er einfach zu schlaksig. Alexandrov, Djakov, Benjamin Kern. Nur 50.000 wert. Hier haben wir wieder unseren 1,4 Millionen Mann. Ja, das wäre natürlich ideal. Okay, meine Lieben, wir machen es fest. Wir holen uns den Alexander Bitroff bzw. Geiger. Nee, ich will den Bitroff haben. Der ist Punkte Nummer 1. Er hat 3 Sterne. Und da wir gegen Cottbus gespielt haben, können wir den gut einschätzen. Er ist Rechtsverteidiger, hat eine Stärke, Potenzial von einem Gelten Krebs. Erfahrung, regelmäßige Einsätze, kostet 360.000. Könnten wir vielleicht sogar unsere gesamten Transferbudget raushauen. Kriegen einen guten Allrounder, der auch links spielen kann. Füße, er ist beidfüßig, kann beide Positionen spielen. Der Typ ist, wenn wir ihn gut halten, ist der Gold wert. Wir werden das jetzt so machen. So, Angebot unterbreiten. Ablösesumme. Der Spieler würde gerne mindestens eine Liga höher spielen. Das glaube ich dir. Der Verein würde den Spieler nur bei einem großzügigen Angebot abgeben. Marktwert 360.000. Wollen wir mal ein bisschen pokern oder können wir uns das nicht leisten? Zu pokern. Ich setz 500.000 an. Zeitpunkt des Wechsels sofort. 500.000 Euro für Alexander Bitroff. Angebot ist das letzte Wort. Nein, Angebot unterbreiten. Okay. Er meldet sich wieder bei uns. Sehr schön. Jetzt gehen wir natürlich sofort in die Transferverhandlungen rein, meine Lieben. Ich weiß, ich bin wieder nicht auf alle Vorschläge eingegangen. Aber es ist auch wirklich schwierig. Beziehungsweise wurden auch nicht wirklich viele Spieler vorgeschlagen, die bei uns realistisch wären. Beziehungsweise Spieler nicht vorgeschlagen, die man ein bisschen einschätzen könnte. Weil wenn ich sie mir hier angucke, dann sehe ich ja gar nichts. Weil ich ja keine Scout-Abteilung habe, die dementsprechend gut ist. Von daher, meine Lieben... Seid nicht böse. Blickfeld, alles klar. Blickfeld, wo haben wir ihn? Den guten Bitroff, da ist er. So, und ich bin daran interessiert, ihn unter Vertrag zu nehmen. Alles klar, das wird uns dann auch ein bisschen Vorteil geben bei der Vertragsverhandlung mit ihm. Wir haben Transferbudget noch von 750.000, Gehaltsbudget von 900.000. Das werden wir mit seinem Transfer natürlich nicht aufbrauchen, das ist vorteilhaft. Okay. Meine Lieben, wir haben ein 3D-Spiel vor uns. Ich weiß, ich habe wieder lange rumgeredet um heißen Brei. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Es gibt ja auch wirklich welche, die bloß die 3D-Spiele gucken oder nur die Spiele gucken. Das ganze Geplänkel rundherum gefällt ihnen gar nicht. Krebs wurde in die Mannschaft der Woche eingeladen oder reingewählt. Trotz der Niederlage finde ich auch, finde ich sehr gut, dass er sich so weiterentwickelt, dass er auch in schlechten Spielen trotzdem eine gute Leistung abruft. Mit einer Note von 2, glaube ich, hat er abgeschlossen, oder 2,5. Finde ich gut. Ich würde ein großes Lob aussprechen, denn super letztes Spiel war es nicht. Wenn es super wäre, dann hätte er ein Tor geschossen. So, dem Spieler das sagen, alles klar. Er gewinnt 5 Moralpunkte. Ist natürlich auch wieder gesetzt für das nächste Spiel.
Scouting abgeschlossen mit Dennis Tomala. Boah, was haben wir in ihn denn? Ach, er war 19. Von Hoffenheim wollten wir ihn nicht, wollten wir ihn nicht ausleihen? Was hat er jetzt hier rausgekriegt? Er hat rausgekriegt, dass der 1,86 groß ist, professionell. Okay, das sollte jeder Spieler sein, der bei einem Erstligisten spielt. Schusskraft, Fernschüsse, Dribbling, Technik, alles. Ja, okay. Gehalt 37.000 bloß. Aber Marktwert schon 235.000. Aber wenn er bloß 37.000 Euro Gehalt kriegt, sollen wir ihn nicht noch als Backup nehmen für einen Lavrić? Beziehungsweise, ich glaube, da können wir uns echt was von ihm versprechen, oder? Ich mache mal ein Leihangebot, Leute. Ich mache es einfach mal. Aktionen, Vertrag, Leihangebot. Alles klar. Leihgebühren 0 Euro, Gehaltsübernahme, die 50.000 können wir uns leisten, die er kriegt, oder 30.000, das macht nichts. Leihdauer bis 2012. Kaufoption würde ich ganz gerne mal bei einer Mille ansetzen, oder bei 500.000. Der hat 200, das wäre schon eine Verdoppelung seines Wertes. Bei 500.000, nee, nicht 500, machen wir mal 400. 400.000. Kaufweitere Zahlung, Kaufoption, ach, wir machen die auch ruhig auf höher. 650.000. Boah, das ist übertrieben, oder? So gut ist er ja noch gar nicht. Aber schaut mal, der hat 3,5 Sterne. Ah, das kann ein guter werden, wenn wir ihm die Einsätze gönnen. Und dann so Hoffenheim abluchsen, so ein Spieler. Ich habe da so ein bisschen einen Plan gerade im Sack. Aber jetzt denke ich mal, den wird euch auch schon durch den Kopf gegangen sein. Diese Idee. Ich mache trotzdem die 400. 490, so. 490. Okay. Er hat es beendet. Mist, verdammte Axt. Habe ich ihn im Blickfeld? Ja, ich habe ihn zumindest im Blickfeld, alles klar. Wir haben ihn nicht gekriegt, schade. Neue Sponsorenangebote in der Sponsorenpyramide, alles klar. Was ist denn hier los? Holla, die Waldfee. Verhandeln mit dem Stahl, was will er denn? Summe, Laufzeit erhöhen? Nö. Summe erhöhen ein bisschen. Nee, und unterschreiben. Okay. Ach, wir hatten bloß einen von denen nehmen können. Ach, ist ja ärgerlich. Ich dachte, wir hätten noch mehr mitnehmen können. Was kann ich, hätte ich mal gucken sollen, wie viel die anderen haben. Aber man lernt nie aus, meine Lieben, man lernt nie aus. Okay, neue Partnerin. Ich habe eine neue Partnerin. Wen habe ich denn jetzt? Clara. Clara ist auch wieder so eine dumme Schnalle, oder? Ja, die ist nicht so wirklich pralle. Und tschüss. Das haben wir keine Zeit dafür. Wir planen mit Karlsruhe wirklich viel. Da brauchen wir jetzt keine Partnerin. Das hält alles nur auf. Alexander Bittrop auf seine Liste gesetzt. Alles klar, Bittrop, Junge, den brauchen wir. Ja, der lächelt bloß, ist klar. Höchster Form, Scouting abgeschlossen, höchster Formgewinn von Yashvili. Können wir da mal mit ihm sprechen, bitte? Spielergespräche nach Formgewinn, du hast gut trainiert, alles klar. Und gewinnt nochmal 3 Moralpunkte, sehr schön. Pascal Groß, Oberschenkelzerrung, Aktionen, Spielergespräche, werd schnell wieder fit. Oh, kann ich gar nicht, schade. Ist er wahrscheinlich gerade in Reha oder so. Okay, meine Lieben. Ich würde sagen, wir verändern nicht viel, laufen nochmal so auf wie bisher. 3D-Spiel ist angesagt, also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich!